So, ja, ich sag's noch mal kurz, wir demonstrieren hier heute anlässlich der Sondersitzung im Bundestag, anlässlich der NSA-Affäre. Und da wird es auch darum gehen, ob Deutschland Edward Snowden Asyl gewähren soll oder nicht. Im Moment sieht es danach aus, dass so 2/3 der Deutschen das befürworten würden. Wir haben auch selber noch mal eine Umfrage gemacht über Facebook, die das bestätigt. Und dazu haben wir jetzt eine genaue Erklärung auch verfasst, weil das ein heiß diskutiertes Thema ist. Soll Deutschland Snowden Asyl gewähren oder eben nicht? Martina, bitte, the stage is yours. Ich habe den Text nämlich nicht in Papierform dabei, da brauchen wir gleich den Computer für. Okay, wir hatten in der letzten Woche eine Abstimmung. Wir hatten in der letzten Woche eine Abstimmung laufen zu der Frage Annahme des Asylantrags von Snowden in Deutschland, ja oder nein. Wie Steffen das jetzt schon gesagt hat, das Ergebnis ist ungefähr 2/3 zu 1/3 ausgegangen. Wir sind uns... nochmal von vorne, oder? Okay. Und unstreitig muss jedem politisch Verfolgten ein Recht auf Asyl und Schutz gewährt werden. Das gilt natürlich auch für Snowden. Und wir sind uns sehr bewusst, wie die Schwächen des deutschen Asylrechts aussehen. Und, Moment. Und außerdem sehen wir, wie unsere noch und bald wieder Regierungsverantwortlichen in dieser Frage herumlavieren und nicht bereit sind, Verantwortung zu übernehmen. Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge hat schon klargemacht, dass ein Auslieferungsverfahren im Zweifelsfalle vorrangig selbst zu einem gewährten Asylrecht behandelt werden würde. Und wie das im dann zuständige Oberlandesgericht bzw. das Bundesamt für Justiz entscheiden wird, ist auch nicht im Mindesten absehbar. Wir wissen ja noch nicht mal, wer unser nächster Bundesinnenminister wird. Also insofern gibt es berechtigte Bedenken, ob Snowden in Deutschland überhaupt sicher wäre. Und das sind auch die Gründe, die eigentlich das 1/3, das sich gegen das Asyl für Snowden in Deutschland ausspricht, dazu bewegen, dass sie eben sagen, sein Schutz kann in Deutschland nicht gewährleistet werden. Und generell müssen wir auch sagen, der US-Regierung ist auch hier auf deutschem Staatsgebiet alles zuzutrauen. Wir kriegen ja in den letzten Tagen immer wieder neue Enthüllungen, wie zum Beispiel jetzt gestern aus der Süddeutschen bekannt geworden ist, dass hier über 50 Agenten des Security Service am Frankfurter Flughafen und an den Häfen von Hamburg und Bremerhaven tätig sind, munter auch verhaften auf fremdem Staatsgebiet. Die rechtliche Situation ist überhaupt nicht klar. Und in dem Zusammenhang ist dann natürlich auch die Aussage von Botschafter Emerson hier gegenüber sehr bezeichnend, der gesagt hat, ich werde nicht darüber sprechen, was passieren könnte, wenn so jemand nach Deutschland eingeladen wird. Was wir sicher sagen können, ist, dass Edward Snowden Asyl in Deutschland als Option in Erwägung zieht. Und daraus allein ergibt sich schon die Verantwortung, darauf hinzuarbeiten, dass das möglich und sicher wird. Es ist natürlich seine Entscheidung, ob er Deutschland als sicheres Aufenthaltsland für sich sieht. Und damit sind wir nach der juristischen Frage, was kann das Asylrecht, und der realistischen Frage, kann Deutschland Snowdens Sicherheit garantieren, auf der dritten Ebene angelangt, für die ich jetzt gerade mal nach unten scrollen muss. Denn die dritte Frage ist die eigentlich wichtige, was ist politisch gewollt? Und das lässt sich beeinflussen, eben auch durch uns, die wir hier auf die Straße gehen, und wir haben einige Fragen an unsere deutschen Politiker. Wenn ihr sagt, ihr wollt Snowden vor dem Untersuchungsausschuss anhören, warum erwartet ihr dann, dass er seine Sicherheit in Russland gefährdet, um für euch auszusagen? Wollt ihr ihn etwa nicht hier haben, weil ihr genau wisst, dass ihr seine Sicherheit in Deutschland nicht garantieren könnt?
Und warum ist nicht wirklich publik geworden, dass ihr seit Ende Oktober auf zwei Gutachten eurer Bundestagshausjuristen sitzt? Der Wissenschaftliche Dienst des Bundestages hat diese Gutachten erstellt. Eines zu dem Thema Schutz vor Verhaftung von Zeugen vor einem Untersuchungsausschuss. Und das macht die ganze Diskussion um das Thema Asyl obsolet. Denn das deutsche Recht gewährt im Aufenthaltsrecht über den Paragraphen 22 die Möglichkeit, jemanden in Deutschland aufzunehmen, wenn es in den politischen Interessen dieses Landes ist. Und was anderes ist es, als dass wir Klarheit über das erhalten, was hier an Grundrechtsbrüchen Tag für Tag stattfindet. Außerdem gewährt das Aufenthaltsrecht die Möglichkeit, ihm im Zweifelsfall sicheres Geleit zu gewähren, wenn er sich im Anschluss an seine Aussage vor dem Untersuchungsausschuss dafür entschließen sollte, nicht in Deutschland zu bleiben. Und auch das zweite Gutachten zu zulässigen Gründen für die Ablehnung eines Auslieferungsersuchens nach dem Auslieferungsabkommen zwischen der EU und den USA ist mehr als spannend. Denn es gäbe Ablehnungsgründe, wenn nach deutschem Recht eine politische Straftat oder eine Straftat mit politischem Charakter gegeben ist. Und da liegt die Bewertung nicht in der Interpretation der USA, sondern allein an der Bewertung durch deutsche Stellen. Und genauso ist es möglich, die Auslieferung zu verweigern, wenn dem wesentliche Interessen der Bundesrepublik entgegenstünden. Somit haben wir also nicht im Mindesten ein rechtliches Problem, Edward Snowden für eine Aussage und für komplette Aufklärung nach Deutschland zu bringen. Wir haben ein rein politisches Problem. Und da ist auch die große Frage, warum wissen wir öffentlich noch gar nicht, dass es diese Gutachten gibt? Es gab nur einen Artikel in der Welt, die anscheinend Zugang zu diesen Gutachten hatten. Ansonsten werden wir hier nach wie vor für dumm verkauft, indem man irgendeine Phantomdiskussion über Asyl führt, anstatt uns das vorzulegen, was Juristen, die auch von unseren Steuergeldern bezahlt worden sind, einfach festgestellt haben.